Ja, Herr Dr. Hermann Scheer, wir stehen hier am Grab von Professor Konrad Zuse, dem Erfinder des Computers, von dem nur wenige wissen, dass er die letzten 3 Jahre seines Lebens der Solarenergie gewidmet hat. Und ich weiß das, er hat ja mit mir Kontakt aufgenommen damals und es kam nur nicht mehr zur persönlichen Begegnung. Er wandte sich an mich, weil er von meinen Aktivitäten gehört hatte, die Solartechnologie voranzutreiben, und zwar so, dass das der Ersatz ist für die atomare und die fossile Energieversorgung. Und ich glaube ja sogar, dass er letztlich, was die Technologiegeschichte anbetrifft, zu den indirekt zu den Gründungsvätern der Solartechnologie gehört. Denn es ist ja so, es gibt sehr starke Verbindungslinien, die nur vielen noch nicht bewusst sind. Das Neue an der Computerrevolution ist, dass im Gegensatz zur Technologieentwicklung, wie sie ansonsten 200 Jahre lang stattfand, immer zentralere Anlagen, immer mehr Abhängigkeit von Leuten, immer mehr Entmündigung heißt das auch, immer mehr Monopolbildung heißt das wirtschaftlich. Mit dem Computer, und zwar mit dem dezentral einsetzbaren, mit dem PC, mit der Zuse-Technologie, genau das Umgekehrte eingetreten ist. Und das haben sogar die Experten der elektronischen Datenverarbeitung, sie IBM, nicht gewusst, nicht wahrgenommen. Die waren zu sehr auf in der herkömmlichen Denkschablone drin, galten zwar als Experten, aber sie wären beinahe an der Fehleinschätzung, dass die Zukunft der Informationstechnologie im Zentralcomputer liegt, beinahe zugrunde gegangen. Das Umgekehrte hat sich durchgesetzt. Was früher IBM war, ist heute Microsoft, es sind viele andere, ist Apple, sind viele andere. Sehr viele andere. So, und das ist die, und das ist genau so, wie man über die Solartechnologie redet, seitens der zentralisierten Energieversorger, der mit ihren immer größeren Anlagen. So hat man über den PC geredet, über die heutige Computertechnologie. Als Spielerei. Spielerei, nicht ernst zu nehmen, etwas für Kinderspielzeug. So, und das ist ein Parallelfall. Das heißt, die Informationstechnologie ist das Vorbild für das Solarzeitalter, für die Durchsetzung einer dezentralen Energieversorgung. Insofern auch eine Ermutigung. Aber noch mehr, es gibt technologische Verbindungsstücke. Mit den Computern ist erstmals wirklich wieder ein Fortschritt passiert. In der Batterietechnologie, in der Stromspeichertechnologie. Der ist ganz, ganz wichtig, genau daran jetzt mit anzuknüpfen, das weiterzuentwickeln und das wechselseitig weiterzuentwickeln, ist ganz, ganz wichtig für die Solartechnologie, um hier über optimierte, dezentrale Speicherung den vollen Autonomiegewinn möglich zu machen. Und deswegen spreche ich auch von der solaren Informationsgesellschaft als Perspektive. Und wenn es dann um die Vernetzung geht, also wo viele unterschiedliche erneuerbare Energien, die unterschiedliches leisten zu unterschiedlichen Zeiten, Wind, Sonne, Kleinwasserkraft, Biogas, Wasserstoff, elektrolytisch hergestellt aus photovoltaisch erzeugten Strom, wenn das alles optimal miteinander funktionieren soll zu einer Rundum-Stromversorgung, braucht man die Datenvernetzung, die Informationsvernetzung. Das ist wiederum nur möglich mit der Computertechnologie. Die Synchronisation, ja. Das Synchronisieren, das Komplementärkraftwerk, ja, das Kombikraftwerk oder das Hybridkraftwerk, das dezentrale. Alle diese Begriffe sind ja schon da und deswegen glaube ich, dass die künftige Entwicklung genau in diese Richtung gehen wird, die solare Informationsgesellschaft, das ist die Perspektive. Das war auch für Zuse die Perspektive. Ja. Er hat 4 Jahre nach Tschernobyl angefangen, diesen Turm zu entwickeln. Ja. Er konnte nicht gleich, weil er da noch mit dem Nachbau der Z1 beschäftigt war. Und es waren 3 fantastische Jahre. Und dass ich euch beide nicht mehr zusammenbringen konnte, lag eben daran, dass er plötzlich und unerwartet von uns gegangen ist. Das haben wir jetzt heute hier wiederholt.